Hab ich schon Bock drauf. Gab's davon schon mal ein Remake? Ja, auf der PS3. Also es ist kein Remake, sondern ein Remaster halt. Auch für die PS3. Ganz ehrlich, übrigens, dieser Teil hier, ich erinnere mich daran. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja einen der Teile mal angefangen und ich glaube, es war der hier. Und ich glaube, ich habe bis hierhin gespielt und hier habe ich dann aufgehört. Weil ich keinen Bock mehr hatte. Obwohl das Spiel so geil ist. Ja, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Das ist doch wie Skyward Sword. Wird denn Sui 2011 ein Comeback haben? Ich hab keine Ahnung, was du damit meinst. Oh je, oh je, oh je. Ich dachte zuerst, da steht Ole. Ole, Ole. Der Typ auf einmal. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich weiß von nichts. Ich meine, ich bin unschuldig. Was weiß ich, wessen Schaufel das ist? Okay, Mann. Ich gehe mir jetzt nicht hinterher, weil... Oh, hi. Kennst du mich noch? Ich bin Rosa. Ah, du hast unser Rendezvous vergessen? Ich bin echt noch nie so weit verreist. Dann habe ich so einen Spinner mit Schaufel gesehen. Ich habe ihn gefragt, ob er dich kennen würde. Dann wäre er voll aufgeregt und hat sich irgendwie so, haben die links Personalausweis mit rausgezogen und dann gesehen, oh, Maröl, ja, den kenne ich. Any, many, Ack, danke dir für dein Sub, willkommen bei den Glücksknilzen, vielen Dank. Ist das nicht geil, dass sie wieder dabei ist? Ist das geil? So ein Idiot, ja. Gib mir die Schaufel. War das deine Schaufel? Du sollst dich darum kümmern, bevor sie ins Meer gespült wird. Alter, wie cool nett sie ist. Leute, Rosa-Hype. Rosa, der blaue Priester. Dankeschön. Dafür buddel ich dich aus. So. Haben wir darüber geredet. Haben wir darüber gequatscht, ey. Mein Gott. Die wäre natürlich nicht da, weil der nicht die Passwörter connected hättest. Die Passwörter connected, Leute! Ja! Bum, bum. So, jetzt kann ich den Typen erstmal sagen. Hey, du bist doch der. Gut, dass du hier bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser zurückgeben. Da, nimm nur. Dankeschön. Das war alles. Aber vielleicht haben andere Tokay noch mehr. Vielleicht auch nicht. Sieh dich um. Sieh dich vielleicht mal um. So. Erstmal das Schwert wieder schön auf B legen, Leute. Wie es sich gehört. Richtig? Ach, Marcel, ey. Die Schwertdiskussion. Ach, hier brauche ich dann wahrscheinlich meine Jump-Feder. Ich wusste, Sui wird das nicht vorbekannt vorkommen in Skyward Sword. Das wusste ich auch nicht mehr beim zweiten Playthrough, dass dir ja ab einem bestimmten Punkt die ganzen Sachen geklaut werden. Stimmt, da war was. Schwert auf B. Irgendein Gasm-Emote. Rugasm. So muss das sein. Irgendein Gasm. Dies ist die Sichelinsel. Ein Tokai wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du hast Ohren. Ein langohriger Tokai? Das B-Schwert, Leute. Los, Team B! Team B! Team B! Meldet euch im Chat, Leute! Der hat deinen Beutel. Mein Beutel. Kauf etwas als Schild für... Nö. Außer ich krieg den Schild nicht wieder. Ein Yokai? Okay, wo ist... Und jetzt, Leute, die Gegenstimme. Wo ist Team A? Team A, macht mal ein bisschen Krach hier. Das ist schon richtig wie so ein Rubbelansager, Chris. Warte, da muss ich aber wieder hier die Hype, den Hype-Dingens anmachen. Den Hype-Echo, Moment. Die letzte Fahrt im Sonderangebot! Okay, genug. Das hört einfach nicht auf, wenn ich sich abdrehe, dann geht's einfach unendlich weiter. Ja, dann könntest du eigentlich voll. Genau, warte mal, das ist eine gute Idee. Ich muss es nur einfach. Das Problem ist. Das wird sich schon ab dann wiederholen, wenn ich noch quasi gar nicht, wenn es noch gar nicht durch ist. Aber ich kann es mal probieren. Okay, ganz ehrlich, das war schon mal ganz gut. Warte mal, wenn ich es vielleicht ein bisschen schneller mache.
Großartig. Schön. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ah, wunderbar. Du musst jedem Sub mit dem announcen. Ich könnte ab jetzt hier immer den Smash-Announcer machen. Den können wir ja heute nochmal auspacken irgendwann, wenn ihr möchtet. Wir haben beim letzten Mal nur ein paar Namen verlesen können. Und man gelangt nicht mehr zu ihm. Für was wollte der jetzt? Unser Beschützer befindet sich in der Mitte der Insel. Wenn die Sonne im Zenit steht, bricht die Flut herein und man gelangt nicht mehr zu ihm. Was sagst du dazu, Marcel? So richtig schnell. Richtig dumm, Elend aus. Da. Alter, Dennis, so eine diplomatische Einstellung kenne ich ja gar nicht von dir. Hallöchen, aber erstmal, mein Lieber. Na, wie geht's? Hallo. Hallo, Dennis. Fun Fact, Dennis, wusstest du, dass bei Steve im Stream schon gesagt wird, dass du quasi unser Stream-Maskottchen bist? Weil Steve sagt immer, wenn er da ist, ist Dennis halt auch einfach da. Das ist auch so ein Fleckchen. Alter Kukus! Ich kann sie nicht schlagen. Und die verfolgen mich ja sogar. Na, die lieben dich. Doch da liegen deine Bomben. Meine Bomben. Ich habe mir übrigens vor ein paar Tagen habe ich mir nochmal alles angeguckt. Alle Cutscenes von deinem praktischen Video, was du da extra hochgeladen hast. Ja, mein Katzenvideo. Es bringt Glück. Weil dein Katzenvideo? Habe ich gerade verstanden. Cutscene. Kranke Keime angeboten, Felsvorsprung zu platzieren. Ja, aber ich muss doch stark sein dafür. Vor langer Zeit stand hier ein Duftbaum. Wenn du jetzt einen Setzling pflanzen würdest, möchte 100 Jahre ein Baum zu werden. Also ich habe einen Beutel mit Scheiße. Alter. Gib mir das. Für nur 10 Duftkerne ist er dein. Du hast keine Duftkerne? Dann nehme ich deine Schaufel. Ach du Scheiße. Okay. Ich verstehe schon, wohin das laufen wird. Ich verstehe, Marcel. Ich habe geflogen. Was? Das ergibt keinen Sinn. Marcel, wann spielen wir denn mal wieder was zusammen? Also so richtig zusammen spielen. Im Stream. Na, wenn du mal gut wirst. Wir beide wissen, dass ich in Donkey Kong Country immer gecarried habe, Marcel. Ja, der war ja auch wegen Delay und wegen der Steuerung. Ja, klar! Ey, aber volle Kanne. Der Delay, Leute, da habt ihr das gehört, ey. Bomben. Der Delay, Leute. So. Erstmal Bomben dahin werfen. Was ist da drin? Ein Gacha-Kern. Immerhin habe ich meine Bomben jetzt zurück. Katakomben ist auch so ein tolles Wort, was du übrigens so ähnlich aussprechen kannst. Willkommen in den Katakomben. Katabomben. Ah, Hilfe. Da kriegt er einfach Bomben. Wie wird das Bomben-Emote bei dir eigentlich verwendet? In welchem Zusammenhang? Also welche Emotion wird damit zum Ausdruck gebracht? Das ist inzwischen... Also eigentlich dachten wir eigentlich nur, es wäre einfach nur... Aber inzwischen, das hat die Community so quasi entschieden und bewirkt, dass es der Kappa-Ersatz ist. Also quasi Ironie. Ja, das ist ein richtig schöner Ersatz für Kappa, wenn man schreit, ein richtig cooles Game. Richtig schöner Assi. Ja. Komm her, Fee! So. Ja, das kann ich, finde ich gut, Marcel. Guck mal, hier kann ich aber, ich kann nicht schwimmen. Ha, ich kann nicht lesen. Marcel, warum bist du denn so still, hm? Ich weiß es nicht. Bist du traurig? Oh, shit. Nee. Kann ich das nicht ab... Alter, what the fuck? Ich kann das nicht ablegen einfach? Nee. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre jetzt eigentlich der Clou dahinter und des Rätsels Lösung. Du hättest von Anfang an die Dinger einfach schon schieben können. Alter, das ist so ein Lügenknecht, Leute. Gar nicht, ich sag nur die Wahrheit.
Immer? Natürlich. Bist du ein Wahrheitssprechender? Ein Wahrheitsmund? Fee, komm her! Wahrheitsmund, genau. Ich bin aus Animal Crossing. Was? Animal Crossing? Animal Crossing, da habe ich zum ersten Mal von so einem Ding gehört, von dem Wahrheitsmund. Da will ich Marcel wieder verarschen, weißt du, der geht einfach nicht drauf ein. Nee, weil der dachte, ne? Ja, so, ne? Was war das denn gerade? Ja, so, ne? Aber wie findest du denn die Insel? Guck mal, das ist unsere kleine Baumschule. Vor langer, langer Zeit, als Baum gestanden haben. Wenn ich einen Setzling hätte, dann würde ich ihn mir in den Arsch schieben. Alter, was? Was? Alter, was ist denn das? Was ist denn das für einer, Leute? Einfach der Setzlingsfetisch. Hier. Bam. Alter, vor der Shiny. Ein Shiny-Tokai. Alter, willkommen bei den wilden Tokai. Die Sache ist allerdings, wenn du dir einen Setzling in den Arsch steckst, ne, und dann lang genug wartest. Ja, weil der Dünger kommt ja von allein. Ja, das Problem ist nur, ob der Setzling darf dabei ja nicht entfernt werden, um gedeihen zu können, sag ich mal. Fun Fact, ich gehörte übrigens früher zu den Kindern, wisst ihr, ich wusste zwar, dass man nicht gegen laufende Fernseher springen sollte oder sich keine Kerze unter dem Hemd halten sollte, aber wo ich tatsächlich als Kind immer Angst hatte, ist, weil da gab es eine Folge von, ich glaube Rugrats war das, da hat jemand einen Melonenkern verschluckt und dem ist dann ein Baum im Magen gewachsen. Und ich dachte auch früher, wenn man einen Apfel, weil meine Mutter immer gesagt, nicht die Apfelkerne verschlucken. Und ich dachte dann immer, und ich habe einmal einen aus Versehen verschluckt und habe dann voll die Panik bekommen, dass dann quasi ein Apfelbaum in meinen Bauch wächst, der dann irgendwann aus mir rausplatzt oder so. Ja, so haben Eltern einen immer Angst gemacht. Richtig gemein, ey. Aber ja, das dachte ich da, Chucky war das. Ja, okay, doch richtig in Erinnerung. Willkommen bei den wilden Tokai im lustigen Spielsaal für flinke Tokai. Das ist der heutige Preis. Oh. Alter, ein Duftsetzling. Dann nimm die Herausforderung der wilden Tokai an. Okay. Ja. Gib jedem Tokai, der links oder rechts vorbeiläuft, ein Stück Fleisch. Jeder muss ein Stück erhalten, damit du gewinnst. Geht jemand leer aus, ist es vorbei. Okay. Muss ich dafür meine... Okay, hatte schon. Fertig, los. Warte, ich muss die exakt draufwerfen? Alter, wie das Fleisch da direkt verschwindet. Nochmal. Ja, nochmal Cash? Komm, wisst ihr, alle anderen Tokai haben dir die Gegenstände geklaut, aber der scheint der einzige. Na, ist halt der Shiny oder der Sui-Tokai, weiß ich auch nicht. Das Schwert muss auf A. Hat gerade abonniert. Danke für deinen Sub. Vielen Dank. Oh Gott, ballern, aber auch. Die Abos bei den Sui reinballern, wie bei Abba. Alter, das ist so schnell! Sui! Alter, was? Da war der Letzte, der hat's echt nicht geschafft. Das war zu schnell, Leute. Es ist unschaffbar. Keiner kann das. Okay, dann werde ich das ein bisschen schneller sein, so. Lass du immer schneller, schneller, schneller. Alter, das ist aber schon. Warum ist das so schwer auf einmal? Na, weil du Sui bist. Junge, hä? Das kannst du nicht erzählen, das kann man doch gar nicht schaffen. Du musst einfach in der Mitte bleiben. Weil da kommt der Fleischscheibe hin. Du musst so schnell wie möglich nachladen können. Aber deswegen, das fliegt doch gar nicht so weit. Na klar. Nee, tut's nicht. Oh. Und der muss halt nur ein bisschen nach links. So, siehst du das? Hast du abgeschätzt, wie weit der fliegen darf? Fertig. Mann, Mann, Mann. Das war eben aber nicht so schnell. Ja, das wird ja schneller. Ich meine, aber beim ersten Versuch war es nicht so schnell wie hier. Und verloren. Irgendein Schrott für 16 Jahre Troll. Vielen Dank dafür. Oh Mann, ey. Ey, wenn es jetzt schon so losgeht, ey. Das nicht unter 200 Rubine kommen, ne? Nicht? Sonst wirst du ein Bugout. Oh. Jetzt hat der mal Sammy abgelenkt, Leute. Sui. Sui. Du schaffst es.
Das ist viel zu schnell, Mann! Wieso ist das am Anfang? Weißt du, eben war es nur ganz am Ende schnell, aber warum fängt das jetzt schon so schnell an? Naja, ich, ja, wenn du spielst so. Da findet der Geräusch cool, wenn ich mich an das Geräusch richtig erinnere. Macht, wenn die Fleisch nehmen. Ja. Alter, richtig in die Fresse. Hier, nimm an! So richtig nah ran. Richtig passiv-aggressiv. Ja, ein bisschen Lack musst du wohl mit dem RNG haben, dass nicht so viele in der Seite. Da siehst du. Jawoll. Alter, ey. Nimm den Preis. Ist auch schon krass. Du erhältst den Duftsetzling. Ja! Frage, muss ich jetzt erst irgendwo hinbringen? Oder einfach sofort die Zeit? Ich gehe einfach sofort in die Zeit und guck, was passiert. Ach man, der Swim. So, warte mal, ich kann ja gar nicht in die Zeit. Du kannst noch time. Irgendeiner wollte ihn eben haben. Ja, ich habe einen Setzling, aber wie pflanze ich den jetzt? Na, da wo die Baumschule ist. Hey, Marcelli! Da wollte ich doch als nächstes hingehen. Kann man mit Marcel timeouten? Gar nicht wahr. Da wolltest du. Doch, wollte ich. Ich wollte das mit denen da oben reden, weil der mir was von Setzling gesagt hat und dann zur Baumschule. Aber Marcel ist einfach richtig gemein direkt, ey. Direkt Marcel sitzt da so, so richtig passiv-aggressiv so. Gar nicht. Aber Hassan. Achte doch auf deinen Blutdruck. Ach, schön. Guck mal. Was denn? Du musst einen Timeout bekommen. Boah! Das war ein Permaban. Du darfst ihn vorlesen, Marcel. Ach, als die Banda, ja? Ja, als die Banda, darfst du vorher. Ich weiß es nicht. Naja, okay. Das ist unsere kleine Baum. Ja, so wollte ich vorlesen. Ich weiß. Vor sehr langer Zeit, also in Breath of the Wild, soll hier ein Duftbaum gestanden haben. Wenn ich einen Setzling hätte, würde ich ihn hier einpflanzen. Ach, wenn ich doch. Ey! Das ist ja ein Duftsetzling! Los, pflanzen wir ihn gemeinsam ein. Wie? Warum er nicht wächst? Immer mit der Ruhe. Es dauert eine kleine Zeit, bis aus einem Setzling ein Baum wird. Also meine geile Sorgen, ich schlafe jetzt. Ich werde mich um ihn kümmern. Lass dir Zeit, bis du wieder vorbeischaust. Tja, ja, vor allem, wie casual er das einfach sagt. Der andere sagt von wegen, ja, dauert hunderte von Jahren. Ja, lass dir Zeit. Ich lebe nicht mehr, wenn ich den Baum sehe. Die ist für dich. Also ich will meine scheiß Feder haben. Boah. Vielen Dank für diese scheiß Feder. Vielen Dank für diese scheiß Feder. Dankeschön. Nur vielen Dank für diese scheiß Blume. Wir haben es mit Bäumchen in Oracle of Ages, oder? Bäumchen sind ja auch cool. Weißt du, man sagt doch, man muss mal einen Baum gepflanzt haben. Marcel, hast du schon mal einen Baum gepflanzt in deinem Leben? Na, wir als Männer müssen das machen. Also einen Baum, einen Baum entzweit. Nee, bin doch kein Baummörder. Kein Baumkiller, Leute, der Marcel. Dann lieber Tiere essen, aber Bäume killen, ne. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig, Leute. Zack. So, gucken wir jetzt ein bisschen mit der Feder um. Mit der Feder. Bomben werden mir helfen, darüber zu kommen. Boom. No good. Jetzt, warum läuft mir die Nase jetzt so? Chris, warum läuft mir die Nase? Weiß nicht. Frag sie mal. Hey, du bist doch der. Gut, dass du hier bist. Ich dachte wohl, das sollte wohl besser zurückgehen. Okay, der sagt das Gleiche. Hey, du bist doch der. Bist du der? Ich bin der. Die Frage ist, wer bist du, Marcel? Bist du die? Ich bin das. Der das? Dann sollte ich mir jetzt mein Kraftarmband noch einmal zurückholen. Das Kraftarmband.
Ich glaube, dann kommst du gar nicht mehr dahin. Doch. Ach, kann man beides haben? Wie du einfach sofort nachgelacht hast, weil du gemerkt hast, dass du eine versehentliche Referenz gebracht hast. Stimmt's? Ja. Ja, ja, schon. Ach, der Marcel, Leute. Ist das nicht ein Vogel? So. Siehst du, du kannst ja nicht springen und Bomben. Hä, Bomben? Ich will aber gar nicht Bomben und springen. Ich will Kraft am Mann und Bomben haben. Ich glaube, das geht nicht. Oder geht hab das? Ich doch gerade, Mann. Bomben und Kraft am Mann. Hab ich doch gerade. Was willst du von mir? Ja, nur um da hinzukommen, wo du die benutzen willst, musst du doch springen, oder? Nein, ich zeig dir das gleich. Pass auf. Hallo Rübe, er hat meine Baumpflanze und dann nach 7 Jahren der deppige Freund meiner Mom ihn ausgerupfelt weggeworfen, weil er dachte, das ist ja Unkraut. Alter. Oh. Einfach so, was für eine Scheiße hier. Zack. Erstmal weg. Guck hier, da. Ach Mensch, der Sui. Hat er recht gehabt. Da habe ich den Marcel korrigieren können. Einem Zelda-Spiel, Leute. Wahnsinn. Sie hat immer recht. Immer recht. Ich bezeichne das Spiel wie der Replayer, ne? Damit ich meine Erinnerung aufbrüche. So. Hatte der Baum denn wenigstens auch einen Namen? Ein schöner Ahornbaum. Wie groß war der denn dann bitte nach 7 Jahren? Na, wie Unkraut. Ein kleines Pflänzchen ist halt drauf gewachsen, so, ne? Wäre ein großer, mächtiger Baum geworden. Ein Baum. Ja, genau, den Scheiß will ich haben. Oh mein Gott! Was ist denn der? Was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlen nur meine Feder, meine Schaufel und meine Musik. Ach du Scheiße, Mann. Erstmal heftig auf den Samen gesprungen, Leute. Worauf willst du dir hauen? Was? Ich hau in den Sack. Worauf willst du dir hauen? Woher war das denn noch? Bud Spencer und Terrence Will. Terrence Will. Leute, findet ihr auch, dass Zui immer extrem lustig Stimmen imitieren kann? Aber Marcel. Ja. Aber Zui. Ja, aber Marcel. Willst du mich dann tot reden? Ach, schön. Ich muss einfach nochmal fragen, Marcel, wo die Kette geblieben ist. Was für eine Kette. Ich frage mal in den Chat, Leute. Wisst ihr, wo die Kette geblieben ist? Was war hier eigentlich nochmal drin? Was? Mafia, Mann. Elson Mafia. Elson. Ach, schön. Einfach schön. Habe ich gegessen? Ach so. Na, hier war ich ja sogar schon drin. Aber warte mal, war ich da hinten auch schon drin? Da waren die Bomben. Stimmt, da waren die Bomben. Ich gehe trotzdem nochmal gucken. Es kann ja sein, dass Marcel sich mal wieder irrt. Muss man ja leider so sagen. Nach dem Fauxpas, den er sich eben leistete. Tut mir leid, ich bin doch nur wieder breit. Wo sind das, Hamburg? Gut, gut, gut. Elson? 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 Oh Mann, Leute, das wird jetzt vielleicht für alle, die das nicht kennen, aber... Ja, wie bringt man sowas am ehesten näher, Marcel? Oder meinst du, das sollte einfach Selbstrecherche sein? Vielleicht sollte man noch nie wieder darüber reden, weil das eventuell nur noch Gemüter aufhetzt oder falsche meinst Vorstellung. Du, meinst du, das spreadet den Hass weiter? Ich glaube, ja. Der Hass wird gespreadet, Leute. Die Leute können das ja nicht so distanziert wie wir sehen, die das nur auf den humorösen Effekt basieren lassen. Die anderen Leute interpretieren doch da wieder nur schlimme Sachen rein von der Elson-Mafia. Elson? Ach schon, wie heißt Marcel bei Twitch? Looks like Link live. Oh, soll ich meinen Channel nochmal posten? Ah ne, darf ich gar nicht, ich werde wieder jetzt... Der wird direkt wieder gebannt. Nein, komm Marcel, hau raus! Hau ihn einfach raus, den Kanal, schnell! Tu es einfach! Permaban. Permaban. Hau einfach den Channel raus. Endlich die Harfe der Zeit. Permaban. Permaban incoming, Leute. Hype. Mach mal ein bisschen Hype für den Permaban.